Und dieses Auto, was wir jetzt heute hier fahren, kostet sage und schreibe 530.000 Euro circa. Und da möchte ich mal von euch wissen, ist es das wert oder nicht? Herzlich willkommen, es ist wieder Sonntag, ein neuer Beitrag und heute habe ich eine Premiere für euch. Vorgestern, Freitag, war die Weltpremiere in Dubai, da war ich ja auch, das habt ihr anhand meiner Stories auf Instagram gesehen. Und heute testen wir das Auto für euch und zwar ist das der Brabus Rocket 1000. Das ist unglaublich. Brabus hat es wieder hinbekommen, ein Auto auf den Markt zu bringen mit 1000 PS Systemleistung. Das ist ja ein E-Performance, das heißt, wir haben hier einen Hybridmotor sozusagen. Aber trotzdem, kommen wir mal zur Sache. Rocket, natürlich im Frontbereich extrem viel geändert, dann hier mit Carbon nochmal verarbeitet, richtig präzise. Dann die Verbreiterung im Kotflügel. Ich persönlich finde die Felgen phänomenal. Und das Geile dabei ist, dieses Auto ist limitiert auf 25 Stück. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, ist das Auto ca. 530.000 Euro wert, ja oder nein, so wie es hier steht? Wir werden gleich auch noch mal das Auto fahren und werden mal gucken, ob wir die 1000 PS auch spüren. Aber jetzt gehen wir mal noch mal zum Fahrzeug. Hier natürlich typisch Brabus, Biturbo und immer mit der Zahl, wie viel PS das Auto auch hat. In dem Falle Biturbo 1000. Dann geht es hier weiter, die Verbreiterung unten im Schwellerbereich, dann die Verbreiterung im Heckbereich, dann wieder meine Felgen. Und soweit ich weiß, gibt es diese Felgen nur bei den Rocket-Modellen, sonst nicht. So, dann kommt hier hinten natürlich mein Spoiler. Ich finde, es passt extrem gut zum Fahrzeug, weil ohne Spoiler finde ich das Auto extrem rund hinten. Und das Ganze killt es und bringt nochmal eine gewisse Optik rein und natürlich auch aerodynamische Sachen. Es ist nicht nur Tuning, es hat auch was mit Performance zu tun. So viel wie möglich rauszuholen, CW-Werte und so weiter. Und dann natürlich mein Heckdiffusor. Erstmal mein Carbon-Heckdiffusor, dann nochmal eine Verkleidung. In dem Sinne ist es auch in Schwarz geblieben. Und dann nochmal Carbon und dann meine Titan-Auspuffanlage schön mit dem Brabus-Label drauf. Das ist natürlich mega cool. Und hier habe ich dann leider, für viele von euch ja leider, nochmal einen Deckel zum Aufladen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Brauche ich ja bei Hybridfahrzeugen. So, einmal starten. Der fängt natürlich erstmal Elektro an und dann gehen wir mal jetzt auf S Plus, auf Race. Und? Aber ich glaube, das Auto hat richtig Wumms, wenn du das Auto fährst und wenn du das Auto richtig nicht trittst, sondern wenn du das Auto richtig beanspruchst, dann hat das Auto richtig auch einen richtigen Sound. Da bin ich mir 100% sicher. So, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir die Motorhaube auf, weil ich möchte meinen 1000 PS Motor bzw. vorne sehen, was Brabus dort gemacht hat. Ganz typisch für Brabus, immer wenn die Carbonabdeckung von der Motorhaube in Rot ist, ist es immer ein Rocket. Und hier sehen wir auch wieder, es ist nicht irgendwie ein überarbeitetes Motor mit Chiptuning oder sowas. Nein, der Motor kommt raus und wird komplett von Brabus bearbeitet. Und dann kommt es auch wieder rein, in dem Falle dann mit 1000 PS Systemleistung. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, braucht man die 1000 PS? Ja oder nein? Da bin ich mal echt gespannt. Und jetzt fahren wir die Kiste mal, würde ich sagen. Oder? Seid ihr bereit? So, zu ist er und ich würde sagen, ich steige ein, es wird ein bisschen jetzt warm laufen müssen, das Auto. Solange erzähle ich euch was von der Innenausstattung. Masterpiece ist natürlich das A und O. Ich würde mir das Auto jetzt nicht in Schwarz-Schwarz so bestellen, aber alles andere besprechen wir jetzt erstmal drin. Weil das ist für mich auch eine Art Langstreckenfahrzeug. Auch wenn man sagt, ey komm, das Auto ist limitiert auf 25 Stück und das Auto kostet über eine halbe Million Euro. Das fährt doch keiner auf Landstrecke oder fast keiner auf Landstrecke. Das testen wir jetzt mal aus. Wir sind jetzt im Komfortmodus. Der Blinker ist aber laut, ne? Alter Schwede. So, und jetzt fahren wir mal hier ein bisschen. Die 1000 PS, die spüre ich trotzdem. Das ist immer da. Das Auto ist immer auf Zack.
ich kann das Auto auch ganz, ganz entspannt fahren. Was mir persönlich sehr wichtig ist, dass ich weiß, ich habe hier geballte Power, aber trotzdem kann ich extremst entspannt damit einfach mal zur Eisdiele fahren oder zum Einkaufen fahren oder sonstiges und muss nicht hier auf Vollgaracho Gas geben oder sonstiges. Das ist für mich extremst wichtig. Das ist hier drin alles hier Brabus Masterpiece. Das heißt, es ist komplett alles bearbeitet worden. Grob strukturiertes Leder. Ich weiß, dass Konstantin das liebt. Es ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so der Fan davon. Ich finde fein Napa-Leder immer schöner, aber das ist Geschmackssache. Dann die Verarbeitung mit meinem Carbon. Auch alles hervorragend gemacht, richtig gut. Stitching auch in dem Falle auch in Schwarz gehalten. Und dann natürlich, wenn ich hier sehe, immer ganz wichtig. Hier ist dann mein Masterpiece drauf. Das heißt, die Innenausstattung ist komplett überarbeitet worden. Das Ganze kostet roundabout 50.000 bis 70.000 Euro nochmal für die Innenausstattung. Und jetzt würde ich mal sagen, die Temperatur ist schon okay. Alleine, guck mal, wenn ich Gas gebe, wackelt das Auto. Das ist so geil, ne? Also ich gehe nur ein bisschen auf Gas und das Auto fängt so an zu wackeln. Das ist schon extremst genial. Gehen wir mal einfach mal nur einfach Kickdown. Wow, Alter! Das ist unglaublich, wie dieses Auto nach vorne marschiert. Das ist einfach unglaublich. Und was für ein Wendekreis. Guck dir das mal an. Das ist unfassbar. Das kann er auch richtig gut. Und die 1000 PS, die sind sofort da. Boah! Ich kann gar nicht mehr moderieren. Das Auto ist so schnell, es ist einfach krank. Das Auto macht so einen Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. 1000 PS und das Auto ist jetzt gerade vollgeladen. Das spürst du zu 100%. Die spürst du hier mehr als in den Ferrari SF90. Und das ist Fakt. Das ist 100% Fakt. Und jetzt auch, wenn wir ein bisschen Slalom fahren. Also das Auto bleibt trotzdem noch sozusagen alltagstauglich, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Du kannst das Auto ziemlich ruhig fahren, aber du kannst hier mit geballter Power nach vorne marschieren. Das ist extrem cool. Aber die Sitze sind mega gemütlich. Du sitzt gut drin in den Schalensitzen und du hast hinten natürlich auch vier vollwertige Sitze und vor allem auch durch die Mittelkonsole und so weiter. Es ist ein gängiges Auto. Ist ja ein bisschen GT und Bentley-like, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Und vor allem, wenn ich jetzt in C gehe, also in Komfort gehe, ganz normal, kann ich auch ganz easy und ganz entspannt fahren. Das ist alles total, total entspannt. Er ist nicht laut, er ist nicht hart. Das ist alles extremst cool und total smooth. Und früher kannten wir die 1000 PS Autos, da wollten die nur nach vorne marschieren und so weiter. Nein, hier nicht. Das Auto kannst du auch ganz easy fahren. Jetzt fährt er sogar elektrisch. Jetzt hörst du gar nichts mehr. So, jetzt wird's spannend. Ey, das ist unglaublich. Dieses Auto würde ich echt als eine Allzweckwaffe bezeichnen. Das Auto kann alles. Diese 1000 PS, die spürst du definitiv. Und wenn man den auch noch so konfiguriert in komplett schwarz, ist er auch ein bisschen unscheinbar, wenn man das überhaupt so nennen darf. Okay? Und mein Fazit ist für dieses Auto, wenn einer ein stark limitiertes Auto haben möchte, trotzdem eine Allzweckwaffe haben möchte und der sagt, mir ist alles egal, ist es das richtige Auto. Ich hatte gestern Abend eine große Diskussion, was ist eigentlich mit den Brabus-Modellen aus den 90ern und Anfang 2000er passiert. Versucht mal, welche im Netz zu bekommen, die sind extrem rar, was für Brabus spricht. Und jetzt nur noch 25 Stück.
derjenige, der auf solche Autos steht, der ist hier richtig. Ansonsten, ich persönlich würde mir das Auto jetzt für 530.000 Euro nicht kaufen. Aber ich bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren reinschreibt. Und tut mir einen Gefallen, geht jetzt ins Netz rein und guckt, was ihr euch für 530.000 Euro kaufen würdet. Oder würdet ihr euch doch dieses Auto holen mit 1000 PS, was man definitiv spürt, was die Kollegen aus Italien, Ferrari mit den SF90, nicht hinbekommen hat. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir haben versucht, so schnell wie möglich nach der Weltpremiere euch einen mega Beitrag darüber zu bringen, damit ihr ein bisschen näher kommt an dieses Fahrzeug. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao!